Wenn das Leben zu Ende geht, ist die Frage, was bleibt von mir, wenn ich nicht mehr da bin? Heidi Horten, 81, suchte gut 10 Jahre vor ihrem Tod nach einer Antwort und beschloss, ihren Besitz nach und nach zu versilbern, um sich mit einem Museum in Wien ein Denkmal zu setzen. Die Ehe mit Kaufhauskönig Helmut Horten, 1909 bis 1987, war kinderlos geblieben. Auch ihr dritter Ehemann Karl Kari Graf von Göss, 71, hat keine Nachkommen, sodass es keine Erben gibt. Die Kaufhauskönigin hinterlässt rund 2 Milliarden Euro. Kari unterschrieb bei der Hochzeit 2015 einen Erbverzicht. Das Hortenvermögen von rund 2 Milliarden Euro wird für gute Zwecke aufgeteilt. Einen Millionenbetrag bekommt ihr Lieblings-Eishockey-Verein, der Klagenfurter EC Kack. Eine Klinik in der Schweiz wird mehrere 100. Mio. Euro für Behandlungen und Forschung erhalten. Die Schweizer Helmut Horten Stiftung will ausgewählte Projekte unterstützen. Der größte Teil des Nachlasses kommt dem Museum der Kunstmäzenin für Zukäufe und Unterhalt zugute. Dafür wird das umfangreiche Immobilienportfolio weiterverkauft werden. 2014 veräußerte Heidi Horten für 43 Millionen Euro eine Villa in Südfrankreich. Ihr Mann hatte 1958 1 Million D-Mark bezahlt. 2 Jahre danach trennte sie sich von ihrem Stadthaus in London. Es brachte 63. Mio. Euro ein, war allerdings zuvor für 39. Mio. Euro renoviert worden. Ein Anwesen auf den Bahamas und ein Privatjet haben neue Eigentümer gefunden. Rund 1 Milliarde Euro liegen und andere durch die Verkäufe auf Firmen- und Stiftungskonten sowie in Aktiendepots. Ihre 97 Meter lange Yacht mit Heli-Landeplatz und schusssicheren Scheiben ist für 95 Millionen Euro zu haben. 3 Seniorenheime, die Heidi Horten 2017 als Anlageobjekte in Berlin erworben hatte, sollen in der Erbmasse verbleiben, da sie eine gute Rendite abwerfen. Der Nachlassverwalter steht vor der Mammutaufgabe, das weit verstreute Milliardenvermögen einzusammeln. Hohe Summen sind auf der Kanalinsel Guernsey und in Liberia geparkt. Was mit ihrer Villa am Wörthersee passiert, ist noch unklar. Aber nicht nur ihre Finanzen regelte Heidi Horten. Sie bestimmte auch, wie sich die Nachwelt an sie erinnern soll. Die Mäzenin wählte ein Bild aus, das sie als junge Frau zeigt und das jetzt Teil ihrer Kunstsammlung ist. Trotz des Erbverzichts darf ihr Witwer weiterhin die Horten-Immobilien nutzen und ist finanziell abgesichert. Er soll, so war es der Wunsch seiner verstorbenen Frau, ihr Andenken in Ehren halten. Stefan Blatt